Meine Gebete wurden erhört. Endlich gibt es wieder ein hochwertig oder zumindest halbwegs hochwertig produziertes Weltraum-Action-Kampfspiel aller Freelancer, aller Free Space, aller Privateer. Genau das, was ich mir schon seit Ewigkeiten wünsche. Ich bin Dennis, hallo Leute, und wir spielen ab heute Rebel Galaxy Outlaw. Ein Spiel, das ein Nachfolger an sich ist von Rebel Galaxy, aber gar nicht so viel damit zu tun hat. Näheres dazu erkläre ich euch im Laufe des Let's Plays. Jetzt starten wir direkt. Denn ich befürchte, dass die Musik hier im Menü relativ laut ist und man mich schlecht versteht. Das Spiel, ist ein Singleplayer-Spiel und man kann nicht viel machen. Hier Einstellungen und so, ein bisschen, was man für Schwierigkeitsgrad haben möchte. Alle Hilfen, begrenzte Startausrüstung, keine Zielhilfe, nur Ego-Perspektive, kein Flug oder Zielhilfe, nur Ego-Perspektive. Ich finde, Veteran ist doch okay, oder? Begrenzte Startausrüstung ist in Ordnung. Ich bin ja kein Anfänger bei solchen Spielen. Wir haben ja hier im Kanal sogar schon Freelancer gespielt. Schaut doch da mal vorbei. Ist ein schönes Let's Play. Gibt's eine Playlist. Spielkinder, Freelancer. Einfach mal bei Google suchen. Oder bei YouTube, besser gesagt. Da findet man das ganz leicht. Oder bei uns direkt im Kanal suchen. Und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Cool. Also, Western, Weltraum-Action, klingt nach Firefly. Mag ich. Finde ich gut. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, das bin dann wohl ich. Eine Jumno. I wasn't sure I'd ever hear from you again after your transition to domesticity. Domestic life is on hold for a while. My husband is... Brace is dead, and I'm in the shit. His passing wasn't accidental? No, it wasn't. I tracked the guy who did it here to Lubbock, but the upshot is that I'm a little rusty these days.
I'm stuck on this rock until I can scrape together the cash for another ride. You know I don't like to ask for a handout, and I know it's been a long time, but... Say no more, Juno. I used to have a small waste transport operation in Texas. In-system ships. No jump drives. There might be one or two still in storage. Right now, I'll take anything I can get, as long as my mother's not involved. Aha! There's an old Pathfinder still in mothballs on Lubbock. A platypus? Well, I did just say I'd take anything. What'll I owe you? There's a package I'm anxious to have delivered. If you could see your way clear to bringing it to me in Nevada, we could consider ourselves square. I can do that. So, this package, do I need to watch my back? I like to keep a low profile, but there's no entanglement with the law. You'll need to pick up the package on Nacogdoches. Do I have a contact? Richter. Richter Brust. I'm gonna lose my lead on my target. You think you could ask around for me? His name is Ruth, but I guess he also goes by Ruthless. Big guy, lots of rings strung around his neck, dresses pretty fancy. I'll see what I can do. I'll let you know what I found when you show up in Nevada. Thanks, Orzu. See you soon. Okay, gut, dass wir alte Freunde haben. Bisschen abgeschossen worden. Okay, damit ist jetzt schon mal die Story ein bisschen umrissen. Unser Mann ist gestorben und... God, this thing didn't just haul trash. It is trash. Better get to it. Ja, also wenn irgendwas mit dem Sound noch nicht optimal ist, wenn man mich nicht gut versteht oder das Spiel zu leise oder zu laut ist, das kann ich zur nächsten Folge alles ändern. Wie so oft werde ich jetzt erstmal diese erste Pilotfolge aufnehmen und schreibt mir eine Pilotfolge bei einem Weltraumflugspiel. Lassen wir das. Schreibt mir gerne unter das Video in die Kommentare, wie das mit dem Sound ist, ob das alles für euch funktioniert. Ansonsten ändere ich daran gerne auch noch was. Ich gucke natürlich auch selber, wenn ich die Folge hier schneide und hochlade, auch nochmal rein, ob man mich gut hört. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen. Ja, genau, also unser Mann wurde scheinbar umgebracht von dem Typen, gegen den wir hier gerade gekämpft haben, in der Intro-Sequenz, dieser große, kräftige, schwarze Typ. Und ja, der hat uns jetzt verfolgt und abgeschossen und jetzt sind wir hier abgestürzt auf diesem hässlichen Planeten namens, oder zumindest in diesem Bereich hier, Port Lubbock. Ausrüstungsladen, Schiffhändler, blablabla, was gibt's noch? Händlergilde, Landefeld, Bars besuchen. Gucken wir uns mal kurz nacheinander an. Waffen, Geschosse, wir haben Industrielaser und sonst nicht viel. Wir können uns noch einen Gefechtslaser kaufen oder noch einen zweiten Industrielaser. Der Gefechtslaser macht Schaden pro Sekunde 40, also doppelt so viel. Aber erstmal gucken, der kostet eben auch fast unser ganzes Geld. Wir haben momentan ja nicht so viel, 4000 Credits. Unten rechts steht das ja. Oben scheint die der Energieverbrauch zu sein. 2 Gigajoule verbraucht das Ding. Na gut. Werfer, was sind das? Das sind dann so Raketentorpedowerfer. Immerhin, da könnten wir uns einen leisten. Ungelenktwerfer. Gut. Verteidigung, was gibt's da so? Panzerung, ich gehe mal davon aus, dass ich mir jetzt am Anfang noch nichts kaufen muss. Schiffe kann ich mir garantiert noch nicht leisten. Die kosten, denke ich, mehr als 4000 Credits. Das wäre ja auch storytechnischer Quatsch, wenn ich mir direkt... Ja, 100.000 kostet das nächste. 300.000. Gut. Das habe ich aber schon gelesen im Vorfeld zu dem Spiel. Kleine Einschränkung. Ich mag es ja bei solchen Spielen, wenn man sich wirklich hocharbeiten kann mit richtig coolen neuen Schiffen und so. Aber das ist eher wie Aquanox, was wir ja auch hier im Kanal gespielt haben. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Die Playlist gibt's auch. Und da sind alle Folgen drin, soweit ich mich erinnere. Habe ich die, glaube ich, alle da vernünftig einsortiert. Da gibt's ja auch nur so eine Handvoll U-Boote da in dem Fall. Ansonsten ist es ja fast das gleiche Genre wie das hier. Hier gibt's auch nur diese 5 Schiffe. In der aktuellen Version gibt es wohl nur diese 5 Schiffe. Natürlich sind die auch deutlich besser als dann dieses Anfangsschiff, aber... Da müssen wir dann
uns ein bisschen einschränken. Also es ist jetzt nicht so, als könnte man 2 Dutzend Schiffe irgendwie und sich dann eins aussuchen. Und also es ist jetzt nicht gerade Star Citizen. So, man kann natürlich auch Waren handeln, wie bei Freelancer. Es ist auch nicht wie Freelancer, weil da gab es auch deutlich mehr Schiffe als 5. Sondern eher so 30 oder so. Okay, also man kann irgendwelche Waren handeln. Das mache ich jetzt auch noch nicht, weil ich nicht weiß, was ich da machen kann. Verfügbare Missionen. Piraten, Frachtmission, 6 Einheiten Optanium-Erz müssen zu ihrem Ziel Rasmussen im Taggart-System. Die Route scheint sicher zu sein. Okay, das ist doch mal einfach, oder? Das ist Minensäuberung, die nehmen wir an. So, dann habe ich mal eine Mission am Start. Dann habe ich hier Missionslogbuch, ein kleiner Gefallen und meine Minengeschichte hier. Jetzt gucken wir mal in die Sektorkarte. Es gibt hier scheinbar doch eine ganze Menge Sternensysteme. Wir sind jetzt gerade im Texas-System. Ihr seht schon, die heißen alle so ein bisschen nach Süd-USA-Gebieten. Vielleicht auch noch so ein bisschen Richtung... Ja, so... Doch, es sind die Südstaaten, mehr oder weniger. Ein bisschen noch Richtung Mexiko, so Juarez und so. Aber ansonsten ist das alles ziemlich... klassische, konföderierte Staaten sozusagen. Finde ich ganz cool. Nette Umgebung. Wir müssen dann nachher, glaube ich, ins Taggart-System, ne? Ne, ins... Wo müssen wir hin? Kleiner Gefallen. Triff dich mit Richter Brust. Achso, erstmal muss ich mich mit dem treffen. Na gut. Aber ich würde jetzt erstmal dieses Säuberungsding machen, um mal ein bisschen fliegen zu lernen. Ich muss ja sowieso abheben, um zu diesem anderen Ort zu kommen. Diesem Sacco Duce oder wie das heißt. So, jetzt kann ich hier mit Leuten reden. Ganz klassisch. How's it going? Just passing through. Hast du vielleicht irgendwelche Neuigkeiten? Anything happening I should know about? You know, I did hear a rumor about something. Some old spacer came in, shooting his mouth off. You might want to take a look at these coordinates. Thanks. Okay, cool. Die Frage ist, wo wird sowas dann vermerkt? Neues Gerücht zu Notizen. You got your finger on the pulse around here. Any advice? If you get some heat on your tail, you can try to outfly it. But countermeasures are the best way to defeat a missile lock. At least, that's what they tell me. Oh, really? Was weißt du denn schon? Any idea what the market's doing these days? Yeah, I hear a little about the local market. This is what I know. Okay, also... Das ist ganz praktisch, weil da müssen wir eh hin. Die verkaufen, diese Nakodoche Mining Station verkauft Erz. Preiswert. I'm looking into some side jobs. Know of any bounties in this area? Kopfgelder? You bet. Lots of that sort of information passes through here. I might need a little financial consideration, though. Nein. Ich hab erstmal genug zu tun. Danke. So, ich gehe jetzt gleich wieder. Normalerweise würde ich mir jetzt noch alles angucken, aber ich will jetzt auch noch mal hier irgendwie weiterschauen, was es hier noch so gibt. Okay, also man kann hier so ein kleines Asteroids-Klon-Ding spielen irgendwie. Das können wir ja bei Gelegenheit immer machen. 8-Ball, das ist dann Billard. What do you say? What do you say? Up for a game 8-Ball? Nein. All right. Später. Das machen wir alles noch, aber jetzt wird erstmal geflogen und geballert. Landefeld, ich denke mal, da kann man losfliegen. Genau. Start. Mit meinem hässlichen, fetten... ja, was ist das eigentlich? Was bist du eigentlich, du hässliches Mistschiff? Na gut. Am Anfang kriegt man in solchen Spielen ja immer gerne mal das hässliche Schiff. Damit man die Motivation hat, schnell Geld zu verdienen und sich was Neues zu kaufen. Das ist man irgendwie nicht mehr so richtig gewöhnt, weil gefühlt in heutigen Weltraumspielen hat man es ja sehr oft, dass man ohne Ladesequenz einfach losfliegen kann. Ist ja nicht nur Star Citizen oder No Man's Sky, es ist auch Outer Wilds. Oh, sieht das schön retro aus. Oh, das ist ja geil. Okay, nice. Mogi down. Okay, hier wurde gerade geballert. Jetzt ist die Frage, wie... Hauptmenü, nee, Notizen. Ach ja, guck mal, hier gibt er... Das ist ja alles so schön 80s Retro. Finde ich geil. Okay, Missionslogbuch.
So. Bei Karst Schrottfeld stört den Handel im Texas-System. Karst Schrottfeld, wo ist denn das? Wie finde ich denn... Achso, ich kann kommunizieren mit Leuten. Brauchst du Hilfe? Nee. Da kann ich die Energieverteilung... Ach, hier ist eine lokale Karte. Die brauche ich gleich. Es gibt einen Fotomodus, Zielerfassungsmodus, Film aufnehmen. So, hier kann ich halt dann auch entscheiden, wo meine Energie hin soll. Schilde zu Energie, Energie zu Schilden. Schilde zu Energie, verstehe ich nicht. Also die Schilde abschalten oder was? Naja. Gebiet scannen. Scan mal das Gebiet. Okay, ich habe ein Kopfgeld entdeckt. Möchte ich aber nicht. So, ich möchte... Ich muss erstmal klarkommen mit diesem ganzen Gewäsch hier. So, wo ist jetzt meine Mission? Das ist die Säuberungsaktion. Kann ich da irgendwie als Primärmission... Ist schon ausgewählt. Wegpunkte. So, aber wie sehe ich die denn jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da unten links auf dem Radar. Okay. So, jetzt ist es hier... mittig, dann visiere ich das an sinnvollerweise und gehe auf Dodge Patrol here. Super fast. We are initiating a... Ich bin weg. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht abgefangen, weil ich der Polizei entkommen bin. Oh, es ruckelt tatsächlich ein bisschen. Da ist er ein bisschen überfordert hier von dieser Super-High-Speed-Modus-Geschichte. So. Wusch. Ich habe jetzt mal kurz den Autopilot angemacht, weil ich mal sehen will, was dann passiert. Achso. So. Wie schieße ich denn jetzt? Ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, wie ich überhaupt... Ah, so schieße ich. Mit RT, also mit dem rechten hinteren Trigger. Wo sind hier noch Minen? Wie beschleunige ich denn? Geschütz, kombiniert, gestaffelt. Okay, hier kann ich irgendwas einstellen. Piu, piu, piu. Ah, es gibt eine Außenansicht. Cool. Ich mag Außenansichten. Verbleibende Minen 17. Wo sind die? Gibt's irgendwie eigentlich die Möglichkeit, die wichtige Möglichkeit zur Einstellung? Würde gerne Controls, Rollen, Schubachse, Vibration, Maus, kann man nicht irgendwie die Untertitel im Flug, Tipps anzeigen. Ich würde gerne mir mal die Tastenbelegung anzeigen lassen, aber das Spiel scheint da etwas unnachgiebig zu sein, was das angeht. Wenn ihr wisst, wie das geht. Maus, Steuerungsstil, virtueller Stick. Gamepad-Belegung, da ist sie ja. Ha! Okay, bestätigen, zurück, Menü, Navigation, links, rechts, Menü, Navigation, oben, Booster, nach links steuern, gibt es denn nicht irgendwie Ziel automatisch verfolgen, LT, kann man nicht irgendwie nächstes Ziel oder so, beschleunigen, Kontext, Ziel automatisch verfolgen, Booster ist L, reindrücken, ist auch nicht so geil, oder? Also ich fände es schon ganz gut, wenn ich irgendwie nächstes Ziel auswählen auf irgendeiner Taste hätte. Raketen durchschalten, Waffen durchschalten. Nächsten Feind anvisieren. Oder nächstes Ziel. Es würde mir schon gut gefallen, wenn das jetzt... So, dann Feuer bündeln. Brauche ich das? Wenn ich Feuer bündeln wirklich brauche, dann... Keine Ahnung, dann liegt das jetzt auf
Waffen durchschalten. Feuerbündeln brauche ich doch, glaube ich, jetzt erstmal nicht, oder? So. Toll, aber nächstes Ziel durchschalten geht trotzdem nicht. Na gut, dann muss das jetzt erstmal so gehen. Booster habe ich auch irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ach so, warte mal, ich habe eine Idee. Da müsst ihr jetzt durch, tut mir leid. Und zwar kann ich ja den rechten Stick bestimmt noch belegen, oder? Der ist ja noch gar nicht so richtig doll belegt. Verlangsamen, abbrechen. Also beschleunigen. A und B ist beschleunigen und langsamer werden. So, Ziel aufschalten ist LB. Genau, das ist wichtig. Feuer bündeln können wir wieder auf oben machen. Und ich will... nächstes Ziel... Ist halt die Frage, ob ich... Nächsten Feind. So. Und dann kann ich nächstes Ziel, mache ich dann nach unten. So, mehr brauche ich eigentlich nicht. So. Ja, bringt aber jetzt hier erstmal gar nichts. Gut, aber jetzt habe ich mal was markiert. Die sind halt nicht so gut zu sehen, die scheiß Minen. Wo sehe ich eigentlich meine Geschwindigkeit? Gelbe Missionsfehlpunkte lassen sich... Okay. Na gut. Aber wir lernen ja noch. Also, das ist ja jetzt hier auch alles genau dafür gedacht. Da rechts ist meine Geschwindigkeit, oder? Da steht, glaube ich, dieses 360 ist Miles per Second. Also ich gehe davon aus, dass das meine aktuelle Geschwindigkeit ist. 20 Minen sind nicht ganz schön viel. Wow! Autschi. Wo haben wir denn noch mehr? Die Hälfte habe ich. Den Rest machen wir auch noch. Lasst euch nicht irritieren. Ich glaube, das Spiel ist insgesamt deutlich spannender als so Minen abschießen. Das ist ja für mich. Ich bastel mir hier gerade mein eigenes Tutorial. Ihr habt ja gesehen, ich muss erstmal ein bisschen verstehen, was ich hier überhaupt mache. Und vor allen Dingen die Tastenbewegungen. Wir fliegen schon noch zu den eigentlichen Story-Sachen. So. Na komm. Weg mit dir. Es sind noch 5 Minen. Das sollte machbar sein. Relativ schnell hinzukommen. Und wie gesagt, lasst euch nicht verschrecken, falls jetzt irgendwie hier der Sound noch etwas laut ist, verglichen mit meiner Stimme. Es kann sein, dass ich das nochmal leiser stellen muss. Weiß ich gerne darauf hin. Habe ich vorhin schon gesagt, aber es schadet ja nicht, sich hin und wieder zu wiederholen. So. Easy. Kriege ich jetzt direkt das Geld oder muss ich die erst noch abgeben, die Mission? Oh, da steht 1650 Credits erhalten. Unten rechts auf dem Screen. So, jetzt, nächste Station. Zielerfassungsmodus, Sektorkarte, lokale Karte. Also hier habe ich jetzt keine Missionsübersicht oder sowas. Oder doch, warte mal. Achso, da oben kann ich das Radio durchschalten. Oh, wie geil ist das denn? There we go. Cool. Es gibt sogar, glaube ich, Moderation. Bisschen wie bei GTA oder so, also mit Radiomoderatoren. Lasst euch davon nicht irritieren, da bin ich dann einfach mal ruhig, außer wir haben das schon 10-mal gehört. Jetzt am Anfang werde ich dann eher mir das mal angucken oder anhören. Was die da labern. So, jetzt muss ich nach Nakodoche Mining. Und die lokale Karte sagt mir, ich muss wohin? Oh, das ist ja mega langsam. Alter Falter. Okay, dann gehen wir mal die Austin, Port Lubbock, Caballeros, Nakodoche. Da müssen wir hin. So, habe ich mir einen Wegpunkt gesetzt. Mal ein bisschen ranzoomen. Bringt aber nichts. Gut. Wo ist das? Hinter mir. So. Autopilot gesperrt. Ist ja nicht so geil. Okay, jetzt ist es freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich zu nah an irgendwelchen Asteroiden dran war. Autopilot disengaged by distress signal.
Okay, wo ist der Notruf? Sollen wir das machen? Ist vielleicht zu gefährlich, oder? Keine Ahnung, wir machen das jetzt trotzdem. Vielleicht gibt's da mal ein bisschen Action. So. Nobody around. Autopilot disengaged. Destination reached. Blackbox, okay. Wie kann ich die? Kann ich damit irgendwas machen? Kann man die irgendwie aufsammeln? Jetzt bin ich auch wieder zu nah an Asteroiden. Ich kann nicht schneller fliegen. Au! Okay. Come on, Juno. Okay, nicht einfach gegenfliegen. Das habe ich jetzt verstanden. So, Blackbox out of range. Das da ist sie, oder? So, das heißt, ich fliege jetzt. Let's see what we got here. Mann, wieso fliege ich da ständig gegen? Okay, ich bleibe jetzt mal hier. Und wie geht das jetzt mit dem Scan? Gebietsscan? Oder. Ist das das dann? Nee, ne? So, jetzt fliege ich mal ganz langsam. Also. Ist das jetzt, wenn ich da... Wie scanne ich denn was? Scannen... Okay, das hat's nicht gebracht. Okay, jetzt muss ich nochmal einmal kurz gucken, wie das jetzt geht, bevor ich hier alle Tasten dreimal durchdrücke. ECM, Laserziel... Muss ich näher ranfliegen und A drücken? Das kann natürlich sein. Feuerbündeln, Waffen durchschalten. Nächstes Ziel, voriges Ziel. Okay. Es gibt keinen Knopf dafür. Okay. Scanne ich das Ding? Shit! So richtig verstehe ich es nicht. Geschütztes. Ich kann mich in der Außenperspektive bewegen. Ich habe jetzt alle Tasten irgendwie mal gedrückt. Ziel. Ich kann damit nicht kommunizieren. Also das Kommen-Menü bringt mir gar nichts. Ja, Leute, keine Ahnung. Wie macht man das? Tastaturbelegung. Aber es gibt... Scannen gibt es ja einfach gar nicht, oder? Rollenmodifikator, Nase, Ziel, Verfolgen. Ich dachte, das ist vielleicht ein Kontext-Ding. Also was mit A gemacht wird. Wenn ihr das wisst, was ich hier machen muss, dann sagt's mir. Das wäre schön. Wenn ihr es nicht wisst, dann ist auch okay. Ich finde das schon irgendwie raus. Aber dann dauert es vielleicht halt noch kurz. Gut, ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Zielerfassungsmodus. Ziel ist erfasst. Ja. Hilft mir nicht. Fotomodus. Film aufnehmen. Lokale Karte. Energie umleiten. Sektorkarte. Nächste Mission. Nächste Station. Ich kann halt das Gebiet scannen, aber das ist nicht das Richtige, glaube ich. Na gut, wir fliegen jetzt mal weiter. Was ist das denn da? Blackbox-Koordinaten. Okay. Fliege ich da mal hin? Au. Mann, das Schiff ist jetzt schon ganz schön beschädigt, weil ich ständig gegen die blöde Blackbox fliege. Gut, dann fliege ich da jetzt mal hin. Vielleicht hat das schon automatisch gescannt. Vielleicht habe ich das jetzt völlig umsonst nachgeguckt. Ich dödel, ey. Ja, das mit den Ladezeiten ist so ein bisschen nervig. So, wie weit ist der noch? Mayday, Mayday. Requesting help from anybody in the area. Ich beschleunige mal ein bisschen. Dann bin ich da schneller. So, wo ist denn jetzt hier wer? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Okay, ich bin immer noch zu weit weg.
Die Frage ist halt, bremst der dann automatisch ab, wenn ich nah genug dran bin? Oh, that's it for you. Oh, I got a bad feeling about this. Halte LT, wenn dein Ziel aufgeschaltet auf dem Bildschirm ist, um Autoverfolgung zu aktivieren. Halte, wenn dein Ziel... Okay, also ich muss das Ziel aufschalten und... Oh, shit. Okay, kann sein, dass wir jetzt schon sterben. Oh, you're gonna be ashes. Ich habe ja nur so einen scheiß kleinen Mini-Laser hier dran. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so geil. Au. Hier explodiert gerade der Kahn unterm Arsch weg. Wie viele sind das denn, Alter? Oh, man. Okay. Ich habe das Gefühl, das war eine dumme Idee. Aber ich wusste ja nicht, was hier abgeht. Kommt man hier dann noch irgendwie weg? Nee, ne? Oh, hell, I'm fi- Okay. Ja, jetzt bin ich tot. Schade. Also ich kann übrigens auch nicht mehr schießen oder so, ne? Also falls ihr das denkt. Und Explosion. Na gut. Also bevor wir nicht bessere Waffen haben, werde ich mich nicht mit solchen Banditen anlegen. Haben wir das in der ersten Folge auch mal gesehen. Vielleicht sollte man einfach erstmal der Hauptmission folgen und gar nicht so viel außenrum machen. Tja. Vielleicht, aber dann wäre es eben auch nicht so lustig, wenn man nicht auch mal versagt. Und wenn die Ladezeiten ein bisschen schneller wären, wäre das auch schön, weil das Spiel ist jetzt nicht gerade AAA. Weiter. Ja. Es wird ja wohl irgendwo irgendwelche Autospeicherstände anlegen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann wäre das jetzt echt ärgerlich. Aber da er mir die Möglichkeit zum Weiterspielen gibt. Okay, wo bin ich jetzt? Was habe ich schon gemacht? Also wirklich ganz am Anfang. So, okay. Fuck it. Ein kleiner Gefallen. Da fliege ich jetzt hin. Wo ist das? So. Dann machen wir jetzt einfach mal die Hauptmission. Ja, die Nebenmission ist nicht erfüllt. Die dummen Minen schieße ich jetzt aber nicht nochmal ab. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Wie das mit diesem Scannen funktioniert, habe ich auch nicht verstanden. So. Clearance granted. You are now entering an automatic landing zone. Achso. Das kommt automatisch, wenn man nah genug ranfliegt. Ach schön, 50 Credits kostet mich das Andocken. Na gut, dass ich die hatte. So. Ab ins Terminal. Dann suchen wir mal unseren Kontaktmann, der uns ja ein Paket schuldet, das wir dann zu unserem Kumpel da bringen können im anderen System. Die Frage ist, wo finden wir den? In der Bar? Vielleicht in der Bar. Das wäre so ein typischer Übergabeort für irgendwelche Waren. Also Waren, die nicht gerade im Warenlager landen, sondern eher so, keine Ahnung, in der Hosentasche oder unterm Mantel transportiert werden. Und auch nur, um in die Bar zu gehen, 15 Sekunden Ladezeit, ganz schön ordentlich. Richter. Richter, a friend of mine told me I'd find you here. You Juno? Orzu told me you'd be coming around. Truth be told, I thought he'd be sending someone with more, recent experience. So much for my reputation preceding me. Well, here's the thing. That package, I don't exactly have it with me. Are you shitting me with this? See, the thing is, the package is a little bigger than a bread box, and it's on a Brust Arms convoy that you're gonna have to liberate it from. This package delivery suddenly turned into a hijacking job? Orzu gave me a damn garbage truck. I'm not sure this works out as an equitable arrangement. Don't hang this on me. Now, if we do it right, won't even have to be any hijacking, because as a member of the Brust family, I can access the repeater codes that track the shipment. Hang on. If these are Brust codes, then we're stealing something from your own family business? This doesn't make any sense. It's not stealing if it's my business.
My brother and I just have a difference of opinion about this, and I want to avoid a nasty argument. Xander likes to lord it over me that he was born first, and la-dee-da, he's the CEO. But we both know that when it comes to getting things done, it's old Richter who pulls a sled. I can already tell this is a terrible idea. But I got my own problems that need solving, so let's just get it over with. What do we have to do? First order of business is to get those codes. I thought you just said you had them. I said I could access them. They change on a fixed schedule every second solar day. So what we gotta do is head to the signal repeater and get them from the source. Speaking of which, did you say you were flying a garbage truck? I hope you got afterburners on that thing. That's sort of a prerequisite for a slick little operation like this. Yeah, yeah. All right, I'll be back. Okay. Das beantwortet die Frage, ich habe noch keinen Nachbrenner, das werde ich dann jetzt also mal in Angriff nehmen, aber ich glaube erst in der nächsten Folge, jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause, wir haben eine coole Mission vor uns, hoffentlich, ist auf jeden Fall ganz lustig, der Typ will seine eigene Firma beklauen, also die Firma seiner Familie, weil er sich mit seinem älteren Bruder nicht versteht und ja, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Besorgen uns jetzt einen Nachbrenner, damit wir die Zugriffscodes für das Paket, was wir da stehen sollen, bekommen und dann geht's ab ins All, um das Paket selbst zu holen aus einem Konvoi. Ich überlege noch, ob ich nicht vielleicht mir noch eine bessere Waffe kaufe, weil das hat irgendwie jetzt ein bisschen genervt und Nachbrenner wäre auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber den brauchen wir sowieso. Gut, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn ich glaube, das könnte noch ganz cool werden hier. Freelancer hat ja vielen von euch auch gefallen. Warum also nicht Rebel Galaxy Outlaw? Und nächstes Mal oder in einer der nächsten Folgen erzähle ich dann vielleicht auch mal ein bisschen was zum Vorgänger, also zum ja, ersten Teil dieser Reihe und was daran eigentlich anders war und vor allen Dingen, wie sich der storytechnisch hier drauf bezieht. Aber das dann erst, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!